Vor 2 Wochen habe ich einen Kommentar erhalten unter meinem lange Haare wachsen lassen Video von der lieben Niki, und weil es zu diesem Thema so wenige Videos gibt, erzähle ich euch heute mal, wie ich mit meinem Haarausfall klargekommen bin und wie es sich so entwickelt hat. Ich habe versucht, alles so ein bisschen aufzuschreiben, weil in der Zeit, die vergangen ist, ist schon recht viel passiert und ich habe viel ausprobiert. Ich hoffe, dass euch dieses Video weiterhilft und dass es neue Denkansätze gibt und gute Tipps. Dazu sagen muss ich, ich erzähle euch jetzt einfach mal meine Geschichte aus meiner Sicht und was ich so unternommen habe. Ich bin keine Spezialistin im Haarausfall, aber ich kann einfach nur meine Erfahrungen jetzt teilen. Haarausfall ist wirklich etwas, was ich niemandem wünsche. Ich habe mich da total kastriert gefühlt, weil ich mein ganzes Leben eigentlich recht volles Haar hatte. Nicht recht, ich hatte volles Haar. Meine Haare sind dünn, aber ich habe sehr viele davon gehabt. Sie kommen gerade wieder. Ich habe auch schon immer recht viele Haare verloren. Also so 50 bis 100 Haare am Tag sind normal. Und ich denke mal, ich war auch in dem Rahmen, aber da ich eben lange und dunkle Haare hatte, lagen die dann auch immer überall rum und man sieht sie halt mehr als blondes Haar zum Beispiel. Mitte, Ende 2014 habe ich so bemerkt, okay, ich habe jetzt irgendwie mehr Haarausfall, und dann habe ich auch so wirklich gegen Ende, so im Dezember, festgestellt, dass es weniger wird, also dass es wirklich, wirklich weniger wird. Und auch beim Föhnen habe ich dann immer so gedacht, es hat sich so komisch angefühlt. Also ich hatte wirklich nur noch so einen Mop auf dem Kopf und ich war den Tränen nah. Man hat mir meine Mähne genommen, was ja auch ein Schönheitsideal ist. Ich habe dann erstmal versucht, mit meiner Mama so ein bisschen darüber zu reden. Meine Mama ist Homöopathin und hilft mir eigentlich so bei allem. Bei allem. Und ja, dann haben wir so ein bisschen darüber geredet, woran es liegen kann. Wir sind dann darauf gekommen, dass es sein kann, dass es vielleicht so ein Wechsel ist zwischen, wie soll man das sagen, 2 Haarperioden, weil ich sehr, sehr viel abgenommen hatte. Zwar nicht in kurzer Zeit, aber es ist trotzdem eine große Umstellung für den Körper. Dann kam in Frage Nährstoffmangel oder vielleicht auch krankhafter Haarausfall, falsche Shampoos, zu viel Glätten, zu viel Föhnen, sowas. Angeschrieben habe ich dann meine Friseure. Also ich habe 2, einen hier in Berlin und einen zu Hause in Ulm. Und meine Friseurin aus Ulm hat gleich gemeint, geh zum Arzt, mach einen Bluttest, schau, dass es nicht an deiner Schilddrüse liegt, sondern vielleicht Vitaminmangel, sonstiges. Habe ich dann auch gemacht, meine Werte waren aber in Ordnung. Dann war ich bei meiner Friseurin hier in Berlin und sie war eigentlich so die erste Person, die mir sicher sagen konnte, Mädchen, du hast Haarausfall, weil ich weiß nicht, ich selber habe halt gedacht, vielleicht bilde ich mir das auch nur ein und die fühlt sich jetzt gerade nur irgendwie ein bisschen anders an oder so. Sie hat dann hier reingeschaut und hat dann auch gesagt so, ja, man sieht das ganz deutlich, dass das bis reingeht, dass es nicht nur irgendwie hier vorne am Kranz ist, sondern dass es wirklich Haarausfall ist und dass ich doch mal zum Hautarzt gehen soll. Dann hat sie mir noch einen entscheidenden Tipp gegeben und meinte, ich soll bloß aufhören, Shampoos zu benutzen mit Alkohol, weil das wirklich sehr, sehr schlecht ist für die Kopfhaut. Und meine Kopfhaut war zu dem Zeitpunkt nicht wirklich in einem guten Zustand. Also ich hatte öfter mal auch so kleine Stellen, wo was, ja, weiß ich nicht, wo sich eine Haarwurzel entzündet hatte, und auch wirklich eine sehr trockene Kopfhaut. Dann bin ich zu Lush gegangen und habe mir erstmal natürliche Shampoos besorgt. Da habe ich das Nude zum Beispiel von Lush benutzt. Das ist so ein Shampoo mit Zimt, was die Kopfhaut anregen soll. Und ich habe auch eins mit Kokos. Am besten ist, ihr lasst euch mal zum Beispiel bei Lush beraten. Es gibt noch viele andere Naturkosmetikmarken, die Shampoos herstellen, die ohne irgendwelche Zusätze sein sollten. Aber ich zum Beispiel habe mal welche von Veleda oder Lavera ausprobiert. Die sind meiner Meinung nach viel zu teuer für das,
was sie leisten. Also Lush ist so für mich die oberste Stufe. Ich schwöre drauf, meine Haare lieben das. Die sind ultra glänzend und das Gute dabei ist auch, dass die Kopfhaut dann nicht so wie bei den normalen Shampoos mit Parabenen etc. Silikonen anfängt zu fetten nach einem Tag, sondern man kann dann wirklich mindestens 3 Tage ohne Haare waschen durchhalten, was ja auch wieder gut ist für den Haarwuchs, weil man durch das Waschen ja auch einige Haare rausnimmt. Außerdem massiere ich dann unter der Dusche meine Kopfhaut richtig sanft mit den Fingerspitzen, also nicht zu grob, bloß nicht mit den Nägeln rangehen. Und ihr müsst euch vorstellen, dass die Haare im nassen Zustand wirklich am zerbrechlichsten sind und dass man die auch am leichtesten quasi rausreißen kann. Darum immer schön sanft damit umgehen und einfach sie behutsam anfassen. Ein weiterer Pflegepunkt, den ich wieder angefangen habe dann, war die Kopfmassage mit verschiedenen Ölen. Mein absoluter Top-Favorit ist Kokosöl. Meine Oma hat mir aber noch den Tipp gegeben, dass ich das mal mit Rizinusöl kombinieren könnte, weil Rizinusöl bekannt dafür ist, dass es Haare wieder wachsen lässt und sie auch dicker wachsen lässt anscheinend. Sie benutzt das immer auf ihren Augenbrauen, weil die leider auch ausgegangen sind eine Zeit lang und sie schwört darauf, genauso wie sie darauf schwört, Hirse zu essen. Hirse enthält viele Stoffe, die gut sind für die Haut und für die Haare und für die Nägel und darum isst sie einmal mindestens in der Woche Hirse. Ich mag das nicht so wirklich und habe auch noch nicht so wirklich viele Rezepte damit ausprobiert, aber es ist mal so ein Tipp, den man sich vielleicht ans Herz legen kann, das ist ganz einfach umzusetzen. Ein riesengroßer Tipp, den ich euch geben kann, ist Stress zu vermeiden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass mein Haarausfall sehr, sehr stressbedingt war. Ich bin 2014 nach Berlin gezogen und habe dann hier Vollzeit gearbeitet in einem ziemlich harten Job, würde ich mal sagen, und habe mich da total reingegeben und war eigentlich wirklich nur am Arbeiten, habe mir kaum Freizeit gegönnt. Und das war ein großer Fehler und ich glaube, dass das auch so ein bisschen dann zurückkam zu mir. Darum versucht Stress zu vermeiden. Ich habe auch eine Anti-Stress-Routine so ein wenig eingeführt. Schaut einfach mein Anti-Stress-Video, ich verlinke euch das unten in der Infobox und da könnt ihr sehen, was ich so dagegen tue. Noch ein Tipp von mir ist, weniger glätten oder mit einem sehr guten Glätteisen glätten. Ich habe, bevor ich mein GHD benutzt habe, immer eins von Remington gehabt, womit man wirklich viel mehr aufdrücken musste, viel öfter über die Haare gehen musste. Also hier ist wirklich auch Qualität vor Quantität, damit man dem Haar nicht unnötig oder der Haarwurzel nicht unnötig irgendwelchen Stress durch Tranziehen oder eben übermäßiges Kämmen antun muss. Wenn ihr denkt, ihr seid in so einer Situation, dass ihr Haarausfall habt, dass eure Haare wirklich sichtlich weniger werden, kann ich euch nur ans Herz legen, dass ihr mit euren Friseuren sprecht, dass ihr verschiedene Wege versucht, also vielleicht den Arzt befragen, Bluttest machen, checken, ob alle Vitamine da sind, ob eure Schilddrüse gut funktioniert. Und der einfachste Punkt, fragt euch selbst, seid ihr sehr gestresst? Hattet ihr viel Stress in letzter Zeit? Und noch so ein Power, dicke Umarmung, gebt nicht auf. Ich bin immer der Meinung, dass man selber Herr seines Körpers ist und dass man, ja, ich weiß auch nicht, man kann Berge bewegen mit seinen Gedanken und darum macht euch nicht zu viele Sorgen. Sorgen sind nicht gut. Bleibt positiv. Ich drücke euch ganz fest die Daumen, dass es wieder aufwärts geht. Und ich verlinke euch mal so ein paar Produkte, die ich benutze, unten in
der Infobox, damit ihr seht, was ich genau benutze. Und falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, bombardiert mich damit. Ich hoffe, ich habe jetzt alles gesagt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ich blende euch jetzt noch so ein Vorher-Nachher ein, weil ich mir so dachte, ich meine, die Alte erzählt hier von Haarausfall. Man sieht es dir gar nicht an, Lea. Ja, also ich zeige euch mal, wie es jetzt ist. Ich habe jetzt wieder so einen normalen Haarausfall von 50 bis 100 Haaren. Ich sehe sie nicht, aber sie wachsen auf jeden Fall wieder nach. Und zwar kann man das gut sehen. Moment. Ich muss mich mal selber sehen. Man kann das gut sehen, wenn man so eine Strähne nimmt und wenn ich die jetzt so glätten würde, seht ihr ganz deutlich, dass es hier oben wesentlich dichter ist als hier unten. Also man kann hier richtig durchsehen, aber mein Ansatz ist komplett dicht. Also man Ich blende euch auch noch, warte, ich gehe mal ein bisschen zur Seite. Ich blende euch hier jetzt mal ein Bild ein, wie meine Haare mal aussahen. Ich bin auf einem guten Weg wieder in die Richtung. Meine Haare sind jetzt ungefähr so viel nachgewachsen. Ich kann jetzt auch mal, ich habe überall am Kopf so kleine Babyhaare. Man sieht sie jetzt gerade gar nicht. Wo seid ihr denn? Frisch die Haare gewaschen. Hier könnt ihr es sehen. Kleine Babyhaare. Bin so dankbar, dass die überall da sind. Was irgendwie krass ist, ist, dass ich auf der rechten Kopfseite viel mehr verloren habe als auf der linken. Wenn ich die so in zwei Partien mache, sieht man hier, da könnt ihr es richtig gut sehen, wie dünn die sind. Ja, und oben sieht man, wie dick es ist. Ich meine, durch Haarbruch kann man auch sagen, es bricht viel unten ab und dann ist es oben dichter, aber hier auf dieser Seite ist es wirklich extrem, wie viele kleine Haare hier sind. Da könnt ihr es genau sehen. Jo. Vielen Dank, Herr, dass Sie wieder nachkommen. Ja, ich wünsche euch nur das Beste. Bis bald.